Wir warten, wir haben Zeit. Aber auch nicht so viel, ne? Nicht übertreiben, mein Lieber. Nicht übertreiben. Oh, der heilt sich immer wieder. Wir belagern ihn direkt. Natürlich geheilt. Ja, schön ins Sperrfeuer, mein Freund. Aber der hat ordentlich Power, ne? Aber wir können nicht in Deckung gehen. Nein! Nein! Dumm, das war so dumm. Aber er flüchtet. Das war noch dümmer. Er war uns im Duell überlegen. Taktisch unklug, aber nur taktisch, ne? Aber von uns ja auch. Na gut. So, alles schön einsammeln. Ein Glück. Noch ein Medikit. Jetzt kommt noch eine ganz schwierige Stelle. Ich glaube, da unten. Eine neue Todesfee und Honey Badger. Das ist ein Sturmgewehr. Was kann denn Honey Badger bitte so Besonderes? Abgemessen. Die obere Hälfte des Magazins hat 20% Feuerrate und minus 30% Waffenschaden. Das kenne ich. Ist gar nicht so doof. Wir nehmen natürlich alles mit. Können wir ja später zerlegen. Und hier wird sicherlich noch irgendwo eine Munitionskiste rumstehen. Wie soll ich nochmal hier ran? Den Störsender deaktivieren, der das Signal stört und die Daten hochladen. Aus der Bank entkommen. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal runter, ne? Tippe ich mal jetzt so. Pi mal Daumen. Und dann geht der Spaß wieder von vorne los. Nicht hoch. Runter, habe ich gesagt. Der hört einfach nicht. So nachgeladen ist, aber nehmen wir doch gleich nochmal diese Munitionskiste und tap. Warnung, keine Neustartzone. Das ist immer schon eine schlimme Ankündigung. Gerade schon ab diesem Schwierigkeitsgrad. Okay, ja. Hier, Endkampf, ne? Der glorreiche Endkampf. Geschütze platzieren wir, ja, da vorne. Gute Idee. Granate. Und gleich mit dem anderen Granatwerfer das Killer-Gnu zerlegen. Genau so. Boom. Nächster Aktivitätsabschnitt. Nice. Genau so. Cool. Aber er kommt nach oben, ne? Gleich haben wir ein Problem. Nach oben. Roll dich die Treppe hoch, mein Freund. Das kann er am allerbesten. Ich habe noch niemanden so gut eine Treppe nach oben rollen gesehen. Noch nie. Oh, oh. Neue Drohnen. Leucht die Drohnen? Ja, ne? Da, die Pulle, Mensch. Die Pulle sollst du zerlegen. Oh, zwei dicke, natürlich. Was habe ich denn Böses getan heute? Irgendwas muss ich ganz, ganz Böses veranstaltet haben. Dass ich hier so malträtiert werde. Geht doch. So, Dicker. Ne? Von jetzt an was lustig. Hier Schütze wieder hinstellen. Ein bisschen weiter oben, ne? Am besten hier so. Geht das? Kriegen wir das hin? Vielleicht jetzt? Wie wär's mit jetzt? Nein, nein. Du hast das Zauberwort nicht gesagt. Schieß! Wir können nicht um die Ecke, 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 wir können nicht um die Ecke. Jetzt aber. Hoch! Nein! Hallo, hallo. Wo ist denn der andere hin? Da lungert noch einer rum. Oh, der hat sogar einen Namen. Tanner. Willy Tanner. Du alter Cracksüchtiger, du. Ahahaha. Ist natürlich doof jetzt hier, ne? Aber da ist noch einer. Ist das ein Scharfschützi? Ja, ein Scharfschützi. Und da hinten ist noch einer. Oh, der ist ja rot. Warum lebt der noch?
Warum habe ich den leben gelassen? Nicht cool. Und die Granaten, natürlich. Granaten sind dein Freund, Leo. Getroffen. Einfach mal so ins Licht geballert. Und zack, minzgrün. Nein, bist du weiter hier hin? Dann kriegt er dich nicht, hä? Geschützi, lenk ihn ab. Tu uns doch den Gefallen. Ich kann dir nicht rüberschießen, das geht nicht. Na, runter. Dumm, 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 dumm. Viel zu lange draußen. Kritisch. Total kritisch. Kopf weg! Yay! Wir haben's. Wir müssen die Daten durchgehen, um herauszufinden, was die Black Tusks überhaupt gewollt haben. Aber das Wichtigste ist, dass wir es haben und die nicht. Gut gemacht. Ja, wir haben es geschafft, ne? Auch herausfordernd. Mittlerweile mit 3 Direktiven. Das ist schon nicht verkehrt. Es dauert natürlich alles ein bisschen länger und hin und wieder stirbt man halt. Aber am Ende lohnt sich der Spaß, weil wir mehr EP und besseren Loot bekommen. Wobei, ich weiß, durch die Direktiven bekommen wir nur mehr EP. Aber durch den höheren Schwierigkeitsgrad bekommen wir besseren Loot. Und so schließt sich der Kreis. Was haben wir denn heute so Spannendes eingesammelt? Was haben wir denn Neues an minzgrünen Kram bekommen? Stürmer. Systemkorruption, ja, nee. Lass mal gut sein, ne? Das ist eigentlich, wie gesagt, okay, cool für den PvP. Aber eigentlich könnte ich ja die Systemkorruptionsteile austauschen gegen irgendwas anderes. Zum Beispiel hier, Scharfschützen-Gewehrschaden. Und noch ein zweites Teil von der Aldi. Was sind das denn für Teile nochmal? Maske und Holster. Maske und Holster könnte ich eigentlich austauschen, aber ich habe leider, naja gut, zumindest haben wir hier ein bisschen mehr Kopfschussschaden, verlieren aber 10% Allgemeinwaffenschaden, was uncool ist. Die sind schon okay, die minzgrünen Teile, aber es passt halt gerade nicht so. Und hier bekommen wir erst ab 2 Teile eben den Scharfschützengewehrschaden. Aber ich würde sofort wechseln, wenn ich 4-mal die Asse habe, sofort, auch wenn der Rucksack und Weste nicht dabei sind. Sofort. Und Waffen? Was gibt's da Neues? Honey Badger haben wir schon nachgeguckt. Eine neue Todesfee. Ist die besser oder schlechter? Besser oder schlechter als die alte? 84.000 zu 82.000. Naja. Und hier ist noch die verbesserte AUG mit 93.000 Schaden. Das ist schon eine Ansage. Könnte man ja mal spielen, so zum Spaß. Ansonsten mal wieder wechseln zu einer MP. Weil das Nachladen dauert schon echt lange. Wir können es ja mal ausprobieren zum Spaß. Wir machen jetzt mal die AUG klar. Da ist sie. Genau. Die AUG klar. Natürlich in Rot, Rot, Rot. Und dann schön auf, was brauchen wir denn hier? Präzision, aber sowas von. Wir können ja hier das Nachladetempo erhöhen und dann natürlich Präzision nehmen. Hier auch den Präzisionsgriff der ultimativen Vollkommenheit und auch hier den Präzisionsschalldämpfer. Aber ein kleiner, ne? Ist ein kleiner Schalldämpfer. Und dann spielen wir die einfach mal so just for fun, auch wenn wir jetzt da keine Rekalibrierungsattribute aufgehauen haben. Trotzdem, wir haben Killer, das ist das gleiche Talent wie bei unserem Scharfschützengewehr. Und ich sehe gerade, hey, verdammt! Ich habe in meiner Vorbereitung ein Scharfschützengewehr zerstört, was mehr Schaden gemacht hat als unsere M44 Sonderanfertigung. Und allgemein, warum macht denn das jetzt so viel weniger Schaden? Warte mal, ich habe auch das Magazin gewechselt. Könnte es daran liegen? Wir sind jetzt, nee. Der Gesamtschaden bleibt der gleiche. Warum? Hä? Warum habe ich denn bitte hier einen Werteverfall? What? Na gut. Müssen wir jetzt so hinnehmen. Was anderes habe ich nicht verändert.
Uncool, echt uncool. Vielleicht gibt's das hier ja wirklich, ne? Eine Werteinflation. Aber nun gut. Der nächste Auftrag steht bevor. Wie verhält die sich so, die Aug? Na ja, wir machen das schon. Wir werden das Kind schon schaukeln. Spielt sich, glaube ich, auch recht vorteilhaft zusammen mit dem Wagnis des Stürmers. Alles ist nachgeladen. Vielleicht noch einen Gegner schnell hier auf der Straße zerballern. Einfach mal so zum Testen. Da ist schon der erste. Hey, warte, warte. Ich habe eine neue Knarre. Eine neue Knarre, hä? Ah, das lädt sich wenigstens schön, schön nach. Das Medikit müssen wir sowieso sammeln. Ja, wir sind hier durch. Finde ich auch cool. Wie bitte? Jetzt darf ich noch zwei Einsätze spielen, damit ich in die District Union Arena rein kann? Hä, das waren doch von vornherein nur zwei. Naja gut, da wird es wahrscheinlich kein Drumherum geben. Das Lustige ist da, wir müssen jetzt, um in die Arena zu kommen, müssen wir schon mal von vornherein in das Hotel Grand Washington. Und da dürfen wir dann auch nochmal rein, wahrscheinlich in ein bis zwei Wochen, wenn wir uns dann die Blaupause holen. Was wir leider jetzt noch nicht machen können, da wir die Blaupause erst nach allen Bauteilen der Nemesis dort bekommen. Na gut, okay, aber lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns ins Hotel gehen. Schnellreise in 3, 2, 1... Der Schwierigkeitsgrad bleibt auf herausfordernd und wir haben drei Direktiven. Nice! Energie ist voll, klasse. Und wir ballern mit der verbesserten Aug. Dieses Überfallkommando der Black Tusk loszuwerden ist ihr Hauptauftrag, aber es gibt weitere Ziele mit hoher Priorität, die sie ausschalten sollen. Die Codenamen sind Puck, Roadblock und Carver. Puck. Okay. Ich habe mir nur Puck gemerkt, was irgendwie lustig klang. Na, Scharfschützi. Los, los, los! Ich leg alle um. Geht doch. Oh, da ist ja noch einer. Klar, ich raufballern. Komm raus, Mann. Komm raus. Okay, ich glaube, das wäre es soweit. Geschütz hier einpacken. Und rein in die gute Stube. Wir haben keine Infos, wie es vor Ort aussieht. Ist hier zufällig schon eine Munitionskiste? Dann kann ich mir das Nachladen sparen. Wird wahrscheinlich gleich eine kommen. Wie ich dieses Spiel kenne. Workshop. Ach Herr Jemine. Wie lange ich nicht hier im Hotel war. Das war, glaube ich. Gut, das ist wahrscheinlich nicht so bei mir so gewesen, aber ich glaube, das war die erste größere Mission. Damals noch. In der Beta. Verdammt, stopp! Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Ist der Gold? Ja, er ist Gold. Kein Grund, ihn aber nicht in den Kopf zu schießen. So, wir umgehen das Ganze. Na, damit hast du nicht gerechnet, mein Freund, ne? Oh, oh. Boom. Knickidi-knick-knick. Hi. Na, alles cool bei euch? Explodiert hier was, was rot ist? Drohne. Explosivdrohne, die über deinem Kopf explodieren muss, wenn es nach mir geht. Aber mich fragt ja keiner. Mich fragt ja mal wieder keiner. Und jetzt du bitte. Stopp, stopp. Und boom. Danke, Geschützi. Wie immer gute Arbeit. Spezialmuni. Nice, nice, nice. Nachladen noch nicht. Noch nicht. Wir müssen sparen. Die Direktive zwingt uns dazu. Agent fordert Verstärkung an. Das Atrium erreichen. Go, go, go. Pushen, pushen, pushen. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee ganz kurz. Das verbessert mein Aiming. Und meine Reaktionszeit. Für noch mehr Power. So, dann wollen wir mal. Ich glaube, wir machen das von drinnen, ne? Wo kriegen wir Geschütze hin platziert? Oh nein, wir haben Geschütze vergessen. Also so oft passiert mir das gar nicht mehr. Aber hin und wieder doch schon mal, ne? Ich hab hier einen Angriff.
Hin und wieder doch schon mal. Nein, 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 mein Freund. Erstmal die Roten. Erstmal die Roten vielleicht, ne? Umso weniger Knarren schießen auf uns. Wo ist denn der andere hin? Bist du rot? Nee, du bist nicht rot. Geschützi in zwei. Und go, Geschützi. Hm. Wo sind die denn alle? Schande, 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 Schande. Es eskaliert, mal wieder. Diese Drohne macht mir Angst. Sie kann explodieren. Oh, ich stehe hier echt ungünstig, ne? Sehr ungünstig. Go, renne, renne, renne! Wo bist du, Mann? Ach, geht doch. Sehr schön. Blind. Blind, wie immer. Wer macht das mit den... Wer macht das mit den Drohnen? Du, ne? Du bist das. Mit den, ich meine natürlich... Explodrohnen. Geht doch. Geht doch! Und... Na? Oh, ist aber ein starker Scharfschütze, ne? Schon, schon stark. Kopfmann! Ich will eure Gesichter sehen. Ich will euch doch kennenlernen. Boah, das liebe ich ja, wenn wir hier so eingekesselt werden. Das ist das allerallerbeste. Na, noch ein Stück. Noch ein Zipfelchen, bitte. Schande, genau dann muss ich nachladen. Wenn die da hochklettert. So, Geschützi ist down. Aber nur für kurze Zeit. Und die sollten wir eigentlich im Sturm noch hinbekommen. Sturm! Ups. Hey. Na, wie geht's? Bestätigung, dass Pack erledigt ist. Gut. Säubern Sie weiter das Gebäude. Ja, aber erstmal sammle ich den Loot ein, ne? Denn ohne Loot gibt's ja kein Weiterkommen. Denn dies ist nämlich ein Loot. MMO-Shooter Tom Clancy's The Division 2 Warlords of New York. Trotzdem in Washington wegen Nemesis, genau. Aber irgendwo ja doch, ne? Die ganzen Mechaniken, die wir jetzt hier nutzen, jetzt vielleicht nicht das Invaded-Spielen, aber so andere Sachen, die hier aufploppen. Die Direktiven zum Beispiel, die gibt es ja erst seit Warlords of New York. Aber ich glaube auch für alle Leute, die nicht Warlords of New York gekauft haben. Aber nur in Washington, ja, ist eine komplizierte Sache. Ich weiß. Ich weiß. Ich bin da auch manchmal völlig verwirrt. Noch mehr als sonst. Oh, 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 stopp! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich von diesem Sturmgewehr halten soll. Es hat keinen Namen. Ich sollte es auswechseln, oder? Es hat einfach keinen Namen. Nur die mit einem Namen sind was wert. Mittlerweile brauchen wir uns eigentlich nur noch mit den Knarren beschäftigen, die einen eigenen Namen bekommen haben. Und vielleicht machen wir das, ne? Ich glaube, wir haben hier eine ganz kurze, ruhige Sekunde. Was nehmen wir denn dann? Irgendeine MP, die einen Namen hat? Oder vielleicht doch mal ein bisschen mit dem Gewehr? Ich weiß nicht, ob ich heute aimstark bin. Aber wir können es dann mal probieren. Oh, guck mal, stopp, Honey Badger. Ich nehme alles zurück. Abgemessen. Talent abgemessen. Die obere Hälfte des Magazins. Ach, das ist dieses Talent, ne? Aber das Teil hat zumindest einen Namen, oder? Machen wir es mal erstmal ganz schnell rot. Rot, habe ich gesagt. Kompakt, purpur. Und wir brauchen hier eigentlich alles, ne? Ich nehme mal Stabilität. Hier oben Präzision. Noch mehr Präzision mit dem Präzisionsgriff. Und ein Schalldämpfer hat das Teil schon integriert, ne? Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Let's do this! Wo soll ich denn hin? Ach, nach da. Ach, guck mal, das mit der einen Patrone in den Laufladen geht mit jeder Waffe. Nicht nur mit unserem Scharfschützi. Geschützi einpacken. Und go! Voller Fokus. Wo seid ihr denn, meine Freunde? Na, ich gehe mal ein Säulchen weiter. Stopp. Nein, nee. Ha, 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 ha. Also manchmal ist komisch, ne?